Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder mit bei mir seid. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid gesund und munter. Am Anfang möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken fürs Liken, fürs Abonnieren, fürs liebevolle Kommentieren, für die Wertschätzung, die ihr mir und meinen Kanal in Form von Spenden und Buchungen entgegenbringt. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, lieber Steinbock oder der, die du hier auf einen Steinbock schaust, heute schauen wir gemeinsam, wie es denn in Sachen Liebe, Liebesverbindungen im Monat Dezember bei dir aussieht. Dabei ist es völlig egal, ob du hier auf einen Wunschpartner schaust, auf eine bestehende Verbindung schaust, auf einen Ex-Partner schaust oder vielleicht sogar auf jemanden, mit dem du gar keinen Kontakt hast. Und zwar habe ich die Legung so aufgebaut, dass ja deine Energie liegt als Zuschauer, hier die Energie deines Gegenübers, hier euer Miteinander und dann habe ich noch ein paar Orakelkarten erbeten. Falls du während der Legung bemerkst, dass du doch eher hier bist und dein Gegenüber doch eher hier, dann dreh dir das bitte um, dann ist es spiegelverkehrt, das kann passieren. Es ist auch wie immer eine allgemeine Legung, sie kann auf dich zutreffen, muss es aber nicht. Und ich versuche auch geschlechterneutral zu deuten. Falls mir das nicht immer gelingt, dann dreht euch das bitte um. Da ich ja als Frau sitze und für euch fürs Kollektiv lege, habe ich beschlossen, die weiblichen Karten stehen für den Zuschauer und die männlichen Karten für das Gegenüber, egal welchen Geschlechts du bist. Ich versuche aber, das Wort Mensch zu benutzen, sodass es geschlechterunspezifisch ist und dass ihr euch das besser in eurer Situation umdrehen, umdenken und umdeuten könnt. Zu dieser Legung gibt es auch wieder eine erweiterte Legung auf Vimeo. Den Link dafür findest du unten in der Infobox und ich pinne das auch nochmal in den Kommentaren an. Wenn wir uns dort wiedersehen, würde ich mich ganz, ganz sehr freuen. Ja. Dann würde ich sagen, wir starten in deine erste Karte im Monat Dezember. Und dann habe ich hier die Vier der Stäbe. Ich habe übrigens für euch ein ganz neues Deck gekauft. Das ist hier ein Weihnachts-Christmas-Tarot. Ja, also das sind so Elfen drauf, Weihnachtsmänner und Geschenke. Ich fand das voll süß. Und es ist so eine kleine Adventsüberraschung für euch. Ja, ich finde das zuckersüß. Dieses Deck ist sehr ans Rider Waite angelehnt. Aber viel, viel süßer. Also, bei dir liegen hier die Vier der Stäbe. Also, da ist Friede, Freude, Eierkuchen, würde ich sagen. Ne? Du bist hier mit den Weihnachtsvorbereitungen beschäftigt. Du bist hier auch in Weihnachtsstimmung. Du umgibst dich mit Menschen, die dir gut tun. Die Vier der Stäbe, das ist auch so die Familienkarte. Vielleicht besuchst du deine Familie. Im Dezember, ihr kommt wieder mal alle zusammen. Und also hier ist eine sehr, sehr freudige Stimmung. Die Vier der Stäbe, die spricht auch von einer Hochzeit, kann auch von einer Hochzeit sprechen. Na, also, dass du dir das vielleicht vorstellst, so eine Verbindung, die hält, die wirklich ein Bündnis ist, dass das was Langfristiges ist. Die Vier der Stäbe können auch für Zusammenziehen stehen, für eine Familie gründen stehen. Ne, das ist das, was du dir wünschst. Jetzt so am Jahresende, wenn du das Jahr Revue passieren lässt und vielleicht auf das schaust, was du dieses Jahr in deinem Leben haben wolltest. Also da steht das an ganz vorderster Front. Und dann habe ich hier die Sieben der Münzen. Die Sieben der Münzen, das ist so die Geduldskarte, das ist so die Wartekarte. Hier geht dir irgendwas nicht schnell genug. Ne? Also diese Pflanze wächst hier nicht schnell genug. Das ist so, wenn die Zeit reif ist, dann wird dich das finden, dann wird es zu dir kommen. Ne? Und du bist so ein bisschen, du willst es jetzt gleich. Also das volle Programm mit hier süßer Zuckerstange und dann noch eine Kirsche drauf. Und ja, du bist so ein bisschen ungeduldig. Ich weiß, jetzt werden einige vom Bildschirm sagen, ja, ich warte hier schon 7, 8 Jahre. Ne? Aber trotzdem, das Pflänzchen ist noch nicht so weit. Ne? Hier liegt ringsrum, liegt hier Schnee. Hier wird zwar gegossen und gedüngt und geackert und wie auch immer sich um das Pflänzchen gekümmert, gehegt und gepflegt, aber es wächst trotzdem nicht schneller, wenn man dran zieht. Ja, also hier ist eine Ungeduld da. Und dann habe ich hier den Hierophant. Kann fürs Sternzeichen Stier stehen. Kann auch eine Hochzeit anzeigen oder eine Hochzeit anzeigen. Also manche warten hier auf einen Antrag und wollen unbedingt einen Antrag und für die geht es auch nicht schnell genug. Also, ich muss hier ja lachen. Ich habe eine Freundin, die ist Steinbock und die wartet auch schon ganz, ganz lange auf den Antrag. Also, die wartet schon diese 7, 8, 9 Jahre. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, könnten auch 10 Jahre sein. Na, also,
Liebe Claudi, falls du zuschaust, du bist hier in Resonanz. Du bist hier zu ungeduldig. Also, du möchtest das, also dieses volle Paket, diese Hochzeit, vielleicht auch eine Hochzeit, eine eheähnliche Verbindung, etwas Festes mit deinem Gegenüber, mit diesem Menschen. Und es geht dir nicht schnell genug. Also du bist hier ungeduldig. Ne? Ich weiß, einige, die warten hier schon ewig, aber dieser Mensch ist ja noch nicht so weit. Also das Pflänzchen wächst nicht schneller, wenn ihr hier Druck aufbaut. Mit dem Hierophant weißt du, eure Verbindung ist von oben geführt und beschützt. Und dann sage ich dir jetzt mal, wenn du das weißt, ne, dass es sowieso dorthin geht, wo es hingehen soll, dann brauchst du ja auch nicht zu ziehen an diesem Pflänzchen und Druck zu machen. Ne? Also das ist auch, du glaubst auch an diese Verbindung. Und das ist es, was wichtig ist, dass du im Herzen und in der Seele an diese Verbindung glaubst, dass du weißt, die ist von oben geführt und beschützt. Und da brauchst du eigentlich diese Unterschrift auf dem Papier, brauchst du eigentlich nicht. Wenn du im Herzen und in der Seele weißt, das ist der Mensch an meiner Seite, das ist der Partner meines Lebens. Und auch wenn er hier ein bisschen langsam ist, auch wenn er hier noch nicht so wirklich in die Gänge kommt, glaubst du an diese Verbindung und weißt, ihr beide seid geführt und beschützt. Ja? Dann brauchst du nicht unbedingt dieses Schriftstück mit der Unterschrift. Ne? Aber einigen, da ist es wirklich so, dass sich das hier hinzieht. Also, dass es wirklich sehr, sehr zäh ist und dass du jetzt endlich mal was Festes haben möchtest. Ne? Auch nach außen was Festes haben möchtest, wo man sich auch im Außen zeigt. Ne? Das ist so dein Wunsch, dass es jetzt stabil und sicher wird. Der Skorpion ist ja auch ein Erdzeichen. Ne? Und dem ist Stabilität und Sicherheit wichtig. Dann schauen wir mal bei deinem Gegenüber. Und dann habe ich hier den Page der Schwerter. Kann ein Luftzeichen sein, Wassermann, Zwillinge oder Waage. Dieser Mensch beobachtet die Situation. Beobachtet dich, beobachtet eure Verbindung, beobachtet sich selber. Hier ist jemand am Beobachtungsposten. Ne? Und hat schon das Schwert gezückt und ist vielleicht schon kurz davor, hier eine Entscheidung zu treffen. Beobachtet das Ganze aber noch. Jetzt werden wieder viele sagen, na, der beobachtet hier schon Jahre. Er oder sie. Ne? Also kann durchaus sein, aber man beobachtet hier noch. Anders kann ich es nicht sagen. Und dann habe ich hier die 6 der Stäbe und man ist auch davon überzeugt, so wie es gerade ist es doch erfolgreich. Ne? Also für diesen Menschen ist es so, da muss ich nicht unbedingt was ändern. Das ist so, jetzt kommt mir dieser Satz rein, never change a running system. Ne? Also dieser Mensch hat hier vielleicht auch Schiss, was zu verändern, dass es dann zwischen euch schief gehen könnte. Also man will so weitermachen wie bisher. Das war doch bisher erfolgreich. Das war doch siegreich bisher. Ne? So ist man aufgestellt. Warum dann dran was ändern? Und dann habe ich hier die 5 der Schwerter. Und dieser Mensch wird auch seinen Standpunkt vehement verteidigen. Also bis aufs Messer, bis aufs Blut. Ne? Die 5 der Schwerter, das ist der verlorene Krieg, das ist der verlorene Kampf, wo man eigentlich erkennen darf, hier gibt es keine Sieger, ne? Wenn hier jemand schreiend am Boden liegt. Hier wird jemand seinen Standpunkt vehement verteidigen. Und mir kommt immer wieder rein, never change a running system. Also mit einer Veränderung, also die hier wünschst, die sehe ich hier bei deinem Gegenüber nicht. Ja, hier wird jemand seine Wünsche, Werte und Bedürfnisse verteidigen, seinen Standpunkt verteidigen, auch sehr rigoros. Ja, also hier könnten schon ganz schöne Wortgefechte, könnte dieser Mensch mit in eurer Verbindung hervorbringen. Und dann habe ich hier die 4 der Kelche und das bist du. Du bist unzufrieden mit der Gesamtsituation. Du siehst hier diese 3 Kelche, ne? Die 3 Kelche, die in dieser Verbindung da sind, aber du schmollst, du bist damit unzufrieden. Du möchtest diesen 4. Kelch. Der ist schon auf dem Weg. Der ist vielleicht anders auf dem Weg, als du dir das vorstellst. Du hast in deinem Kopf, ich nehme jetzt wieder dieses Beispiel mit der Hochzeit, du hast in deinem Kopf dieses Schriftstück mit der Unterschrift.
und mit dem Ring am Finger. Ja? Und es könnte aber anders auf dich zukommen. Nicht so, wie du dir das vorstellst, nicht so konventionell, wie du dir das vorstellst. Du siehst es noch nicht, aber es ist hier was auf dem Weg. Und dann habe ich hier die Königin der Kelche. Du gibst ja auch viel Gefühl rein in diese Verbindung. Die Königin der Kelche kann ein Wasserzeichen sein, Fische, Krebs oder Skorpion. Du gibst hier viel Gefühl rein, du bist sehr empathisch, du bist sehr feinfühlig auch. Ne? Also du bist hier bereit, sitzt auf deinem Thron mit deinem gefüllten Kelch und ja, hoffst hier, dass dein Märchen wahr wird. Also es kann wahr werden, aber es wird wahrscheinlich anders wahr werden, wie du dir das vorstellst, wie du dir das wünschst. Und dann habe ich hier den Gehängten. Und ihr Lieben, das ist meine Lieblingskarte in diesem Deck. Guckt mal, wie das dargestellt ist. Der Weihnachtsmann, der am Kamin festhängt und von oben der Elch, der drückt, weil der Weihnachtsmann einfach zu dick ist. Also das ist eine Bebilderung. Mich hat es ja wirklich weggehauen. Ich finde die Karte so toll. Ich bin froh, dass die gefallen ist. Herrlich. Also hier wird wieder Druck ausgeübt. Das ist es, was ich meine. Hier wird Druck ausgeübt. Und dieses Druck ausüben. Das schiebt diesen Menschen nur noch weiter weg. Falls dieser Mensch wirklich kurz davor war, hier eine Entscheidung zu treffen, je mehr Druck du ausübst, umso länger wird es bei diesem Menschen dauern. Dieser Mensch merkt es, auch wenn du vielleicht nichts sagst. Aber wenn das in dir ist, dass du das unbedingt, unbedingt, unbedingt willst, dann schiebst du diesen Menschen umso weiter weg. Das ist dieses Druck ausüben. Hier muss sich doch mal was ändern. Hier muss sich doch die Perspektive mal ändern. Hier muss doch mal was anders werden. Ne, das ist der Gehängte. Das ist Stillstand. Ne, hier geht's nicht weiter. Hier ist was verstopft. Hier ist was zu schwer. Hier ist was zu dick. Ne, und das könnte dieser Druck sein, der ausgeübt wird. Das muss doch, muss doch, muss doch gehen. Du musst doch jetzt hier durch. Ne, so, also so auch ein bisschen kindlich kriege ich das rein, ne, dieses Druck ausüben bei euch. Das bringt hier aber nichts. Ne, also der Stillstand dauert so lange, bis du es hier einfach fließen lässt. Und das kann eine Hochzeit sein, das kann sein, dass du dir wünschst, dass sich hier jemand zu dir bekennt, dass das öffentlich gemacht wird, dass das verbindlich wird, dass ihr hier zusammenzieht. Das kann alles Mögliche sein. Ne, ich rate dir hier. Übe keinen Druck aus. Ne? Deswegen wird der Weihnachtsmann hier auch nicht schlanker. Ne? Und dann habe ich hier die 8 der Münzen. Ihr werdet trotzdem weiter an dieser Verbindung arbeiten und festhalten. Vielleicht gibt es hier noch was zu nähen. Vielleicht gibt es hier noch eine Wunde zu bearbeiten. Bei dir oder bei deinem Gegenüber oder bei euch beiden. Ne? Die hier noch ganz, ganz exakt zugenäht werden möchte. Also irgendwie kommt mir auch so eine Energie rein von, na, wenn ich das nicht kriege, so wie ich das möchte, dann ist es für mich keine echte Verbindung. Also du hast wie so einen Glaubenssatz in dir, du hast wie so eine Vorstellung in dir. Und ich kriege aber rein, das ist nicht unbedingt deins, das könnte auch ein Glaubenssatz sein aus der Herkunftsfamilie. Das könnten so Verhaltensmuster sein aus der Herkunftsfamilie. Das ist eine Prägung. Also hier ist was auf dem Weg. Das ist nur nicht so, wie du dir das vorstellst, wie du dir das wünschst, wie du dir das ausgemalt hast. Na, und denk hier, also du wirst schmollen, du wirst mit der Gesamtsituation nicht zufrieden sein. Das sehe ich. Aber denk bitte an diese Karte. Ne, das gibt dir vielleicht so ein gewisses Schmunzeln innerhalb dieser ganzen Situation. Wenn du hier Druck ausübst, wird der Weihnachtsmann trotzdem nicht schlanker und geht durch den Kamin. Ne, also lass den Druck weg, lass es fließen. Dann bewegt sich das viel schneller. Ne, also wenn du, das ist ja oft so. Also ich habe im Freundeskreis jemand, der immer abnehmen wollte. Das ist also passend hier zu dem Weihnachtsmann. Ich habe im Freundeskreis jemand, der immer abnehmen wollte. Ne? Und jetzt habe ich den vorige Woche wieder gesehen und habe ich gesagt, oh, du hast ja abgenommen und es wird ja immer mehr. Ne?
Und da hat er gesagt, ja, seit ich den Gedanken losgelassen habe, seit ich mich überhaupt nicht mehr damit beschäftige, weder mit Kalorienzählen noch mit das darf ich an dieser Zeit und dort essen, seit ich das einfach losgelassen habe, seit mich das nicht mehr interessiert, purzeln die Pfunde. Und es ist hier genauso. Also das ist so, lass es los, lass es fließen, dann kommt es zu dir. So, dann schauen wir nochmal in die Zusatzkarten. Dann habe ich hier religiöse Faktoren. Dein Liebesleben wird von deiner religiösen Erziehung und von deinem spirituellen Weg beeinflusst. Also das können wirklich religiöse Faktoren sein, dass hier einer von euch gläubig ist, der andere ist nicht gläubig. Vielleicht geht es ja auch um eine kirchliche Hochzeit, das möchte ich nicht ausschließen. Und der andere wehrt sich vehement dagegen. Das kann auch sein, dass du sehr spirituell bist, dass dieser Mensch überhaupt nicht spirituell ist. Ich sehe hier auch, dass ihr sehr unterschiedlich seid in euren Charakteren, in eurer Weltanschauung, in dem, was euch wichtig ist. Vielleicht gibt es hier auch einen Altersunterschied. Also euer Liebesleben ist davon geprägt, ne? Das ist so immer. Mit den fünf der Schwertern, das prallt so aufeinander bei euch beiden. Na? Vielleicht solltet ihr euch mal darauf konzentrieren, was euch verbindet und nicht das, was euch trennt. Ne? Weil hier habe ich so, der eine ist gläubig, der andere ist nicht gläubig, der eine ist spirituell, der andere ist nicht spirituell. Hier ist ein großer Altersunterschied, hier ist ein kultureller Unterschied, wo das auch sehr gravierend sein kann. Auch die Weltanschauung anders ist, ne? Also da können Reibungen entstehen. Konzentriert euch mal auf die Sachen, die euch verbinden. Und dann fließt es hier. Und dann kommt auch Santa Claus durch den Schornstein. Und dann bleib dir selber treu. Verbieg dich hier nicht. Ne? Also wenn du spirituell bist und dieser Mensch nicht, dann bleib spirituell. Wenn du gläubig bist und dieser Mensch nicht, dann bleibe gläubig. Na, wenn du eine andere Weltanschauung hast als dieser Mensch, dann bleib dabei. Ne? Das ist doch nicht das, was eine Verbindung zusammenhält. Hier zählen ja die Gefühle. Ne? Ihr könnt ja beide anderer Meinung sein. Man darf die Meinung des anderen ja akzeptieren. Du musst ja nicht die gleiche Meinung haben. Also verbieg dich hier nicht, bleib dir selber treu. Und ich habe hier zwei Menschen, die wirklich sehr stark ihren Standpunkt verteidigen. Du deinen, dieser Mensch seinen, und das prallt dann so aufeinander. Ne? Hier kommen dann auch Konflikte, hier kommen dann Reibungen mit den Fünf der Schwertern. Also was ich euch ja mitgeben kann, ist, lasst es fließen. Ne, dann flutscht hier Santa Claus durch den Kamin. Ihr Lieben, wenn ihr jetzt wissen wollt, wie geht es denn mit diesem Menschen hier weiter? Was denkt denn dieser Mensch über dich und über eure Verbindung? Was fühlt denn dieser Mensch für dich? Wie kommt denn dieser Mensch in den nächsten Schritten auf dich zu? Wann wird denn das ungefähr passieren? Und wie solltest du dich denn am besten in dieser Verbindung verhalten, damit das Ganze positiv voranschreiten kann? Dann lade ich dich ganz recht herzlich ein, mir auf Vimeo zu folgen, zu dem weiterführenden Reading. Den Link dafür findest du unten in der Infobox und ich pinne das auch nochmal in den Kommentaren an. Wenn wir uns dort wiedersehen, würde ich mich ganz, ganz sehr freuen. Und allen anderen wünsche ich eine wundervolle Zeit. Macht's gut. Tschüss.